Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19-Projekt hier auf der Map Hofberg, Mann. Heute geht's weiter und ich bin nicht nur ziemlich motiviert, ich bin auch ziemlich gehypt hier von der Map, denn ich habe mich seit der letzten Folge mal ein bisschen umgeschaut auf der Map. Ich habe auch sehr, sehr viel vorbereitet und es hat mich aus den Latschen gehauen, muss ich ehrlich sagen. Denn auf dieser Map ist so viel verbaut, was ich mir immer mal im Landwirtschaftssimulator 19 gewünscht habe. Und das ist einfach der absolute Wahnsinn. Das klingt jetzt nach Ultra-Werbung, aber ihr werdet mich vermutlich am Ende der Folge verstehen, wenn ich euch ein paar Dinge aufgezählt habe und vielleicht auch schon das eine oder andere gezeigt habe. Alles werde ich heute gar nicht zeigen können, weil das ist einfach so ultra viel. Das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. Das steht zwar alles in der Liste, die man da auf der Seite sehen kann, wo man das runterlädt, aber das habe ich mir nicht komplett durchgelesen und ich war schon bei den Kälbern komplett begeistert, dachte mir, das ist das Coolste, aber weit gefehlt. Es gibt so viele andere Möglichkeiten. Wir werden heute nämlich zum Beispiel Obst ernten. Wir können hier also Obstbäume pflanzen, habe ich auch schon gemacht, deswegen haben wir ein bisschen weniger Geld. Ich musste auch ein bisschen was anderes noch kaufen, das werdet ihr später noch sehen. Aber genau, ich habe ein paar Obstbäume gepflanzt als Ersatz für die Apfelplantage, die wir damals hatten. Dann habe ich noch ein paar Kälber gekauft, damit sich das eben auch lohnt. Und die können wir dann später noch weiterverarbeiten oder dann verkaufen. Das ist eines der Features, zum Beispiel, dass man irgendwie zum Metzger fahren kann und die Kälber oder die Schweine dann dort verarbeiten lassen kann und dann auch wieder Kisten mitnehmen kann und so. Also ultra cool gemacht. Ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, ne? Manche wollen sich das alles gar nicht angucken, aber es gibt für jeden hier auf der Map ziemlich coole Features und wie gesagt, wir werden uns ein paar Dinge davon angucken. Dann haben einige von euch auch gefragt, wie sieht's aus mit Ziegen? Wann kaufst du dir denn endlich mal Ziegen? Würde ich auch sehr gerne machen. Ist auch eine gute Idee. Werde ich mir mal überlegen, wann ich das mache. Dazu muss ich auf jeden Fall dann noch die Schafweide bzw. Ziegenweide dann in dem Fall kaufen. Müssen wir mal gucken. Ich will mich jetzt hier nicht übernehmen, ne, mit den ganzen Aufgaben. Also möchte jetzt nicht überstürzen. Ein paar Dinge habe ich so im Sinn und auch im Blick. Aber ja, schauen wir mal, wann sich das anbietet. Kommt auf jeden Fall dann noch. Und zum Thema Trecker, wir brauchen auf jeden Fall noch einen zweiten Trecker. Das ist mir jetzt bei der Vorbereitung wieder bewusst geworden. Oh, ich lasse die Palettengabel, die habe ich schon mal geholt für später. Ja, die lasse ich aber mal hier stehen, weil wir die Gabel da hinten für den Mist brauchen. Und genau, zum Thema Trecker, ich habe gemerkt, ich brauche unbedingt einen zweiten Trecker, am besten mit Frontlader, sodass ich den relativ flexibel einsetzen kann. Und da haben, ich glaube, der Top-Kommentar war, wart doch einfach auf das Platinum-DLC. Da hast du ja dann ganz coole Trecker dabei und die kannst du ja dann verwenden. Ich muss euch fairerweise sagen, es ist ein neues Projekt geplant, dann speziell für das Class-DLC, wo ich dann auch mal mit Seasons ein bisschen hantieren möchte. Da werde ich die Trecker dann sowieso zeigen, aber wenn ihr es trotzdem hier sehen wollt, dann kaufe ich hier gerne einen Class-Trecker. Ansonsten bin ich aber auch bereit für jeden anderen Trecker, der so einigermaßen in unserem Budget ist. Also ich kann jetzt keine XXL-Maschine, ja, kein New Holland T9, gut, da geht auch gar kein Frontlader, glaube ich, dran, oder Fendt 1050 kaufen, aber ich denke, das ist auch jedem klar. Man muss ja nur einmal kurz oben nach rechts schauen. Ja, also eine ganze Menge, die ich in den Kommentaren gelesen habe. Und ich habe es gerade schon angesprochen, auch die Seasons-Modifikation ist natürlich auf meinem Radar. Und ich habe auch überlegt, ob das jetzt zu Hofbergmann passt oder nicht. Ich habe gehört, da gibt es manchmal bei manchen ein paar Probleme, aber oft oder meistens funktioniert die problemlos, die Seasons-Modifikation. Ich habe mich jetzt allerdings hier dagegen entschieden, auch wenn das natürlich richtig cool und ultra realistisch ist. Aber ich glaube, damit sind wir dann irgendwie... Damit werde ich ein bisschen überfordert sein, glaube ich, weil dann muss man ja auch so ein paar Fristen einhalten. Da darf man dann nicht zu lang warten mit dem Einholen vom Heu und so. Und da wir hier so viele Dinge haben, wir haben Kälber, wir haben Kühe, wir haben Enten, wir haben hier die Molkerei bzw. Käserei, wir haben Felder, die zu bestellen sind und so weiter und so fort. Und da kommen in Zukunft noch andere Dinge dazu, dachte ich mir, lieber etwas weniger machen und dafür dann richtig, als dann noch Seasons so auf Krampf damit reinnehmen und sich dann komplett übernehmen und dann funktioniert gar nichts mehr hier. Das wollte ich verhindern. Deswegen dachte ich mir, ist das ohne Seasons erstmal besser und dann teste ich das erstmal in einem anderen Projekt und wenn das gut funktioniert, können wir ja hier immer noch drauf switchen. So, ein bisschen was habe ich noch an Mist. Ach ja, und ganz wichtig, ihr habt mir auch eine wichtige Frage beantwortet.
Ich habe euch ja gefragt in der letzten Folge, wieso trennt man die Kälber eigentlich von den Kühen? Ich stelle mir das auch ziemlich, naja, gerade in dem Fall, ne? Können wir uns das mal kurz anschauen. Ah, den Mist hier wollte ich auch noch mitnehmen. Wir können uns das mal anschauen. Hier stehen die Eltern. Hier stehen auf jeden Fall die ganzen Mütter. Und hier sind schon die Kinder. Die stehen sich gegenüber, aber die haben keinen Kontakt zueinander. Ich stelle mir das ziemlich bitter vor, aber ich habe gesagt, es ist gar nicht so schlimm, weil die Bindung... Der Top-Kommentar von Tobi 13.1 hat gesagt, in dem wurde geschrieben, direkt nach der Geburt ist die Bindung zwischen Kuh und Kalb noch nicht so groß, deswegen entsteht kein Trennungsschmerz. Kann man natürlich von außen nicht so gut beurteilen, aber gut, ihr werdet es schon wissen, ich vertraue euch da. Und ganz wichtig ist, der eigentliche Grund, warum die getrennt werden, ist wohl, dass die so lange Milch produzieren, wie sie auch gemolken werden. Und wenn ein Kalb kommt, dann nimmt das irgendwann weniger Milch. Und damit bildet sich das Ganze dann zurück und dann geben die Milchkühe keine Milch mehr und damit ist dann natürlich der Zweck so ein bisschen verfehlt. Verstehe ich, habe ich mir auch so fast schon so gedacht. Jemand anders hat geschrieben, irgendwie es soll verhindert werden, dass die kein Misch, dass die Mischfutter essen, die Kälber, weil sonst kann man das Fleisch nicht mehr als Kalbsfleisch verkaufen oder so. Weiß ich nicht, was es damit auf sich hat, aber der Top-Kommentar hat auf jeden Fall gesagt, es liegt an der Milch. Fand ich ganz interessant, habe ich mal wieder ein bisschen was gelernt und ja, vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Sieht man mal wieder, der Herr liest sie auch. So, gut. Ach ja, und mit dem Käse geht es natürlich auch weiter. Der ist schon wieder in Produktion. Können wir gleich mal kurz rüberschauen, mal gucken, ob der erste schon fertig ist. Es ist schon wieder soweit. Käse und Butter. Ich weiß nicht, ob man damit immer noch so krass verdient wie vorher. Also... In den letzten Folgen, na, ist gar nicht so einfach, das hier alles aufzunehmen. Aber ich denke mal, dass sich da nicht so viel verändert hat. Müssen wir gleich mal schauen. So. Und dann nehme ich nochmal schnell was bei den Kälbern mit. Oh. Ach ja, und Manual Attach musste ich leider wieder deaktivieren. Das hat irgendwie richtig Probleme mit Cursplay gemacht. Ich habe mich gewundert. Also ich hatte erst einen anderen, irgendwie habe ich so zwei Manual Attach Mods drauf. Ich weiß nicht, ob es da auch mehrere von gab, offensichtlich. Habe ich zwei in der Modliste und hatte einen davon aktiviert. Der hat richtig Probleme gemacht. Und dann habe ich jetzt einen anderen genommen, der hat allerdings dann mit Cursplay Probleme gemacht. Deswegen habe ich das jetzt erstmal wieder deaktiviert. Ich muss mir mal überlegen, ob man das irgendwie lösen kann mit irgendeinem Update oder sowas. Oder ob da nichts geht. Ich werde mich da mal erkundigen. So. Alright. Dann lassen wir das erstmal so. Weil ich glaube, ein bisschen was an Mist war da noch. Komm, eine Fuhre nehmen wir noch mit. Dann haben wir es auch. Ah, ich finde diese Map so klasse. Also, nachdem ich das rausgefunden habe, was hier alles möglich ist. Ich erzähle euch das nachher nochmal, wenn wir es dann auch sehen. Das ist, ich finde das wirklich, da muss so viel Arbeit drin stecken. Und viele von euch haben auch nach dem Download gefragt, dieser Map. Ich habe euch das in der Videobeschreibung verlinkt, da kriegt ihr das alles. Ladet es euch runter, aber bringt ein bisschen Zeit mit, wenn ihr keinen Premium-Account bei diesem Uploader habt. In dieser Plattform. Ich glaube 4 Stunden ungefähr. Gut, so, jetzt aber. Ja. Dann lassen wir es einmal kurz hier stehen. Und dann fahre ich hier rüber. Ich muss nämlich zu den Gewächshäusern. Wasser habe ich schon mitgebracht. Oder hingebracht. Das ist hier übrigens zum Auffang von Regenwasser, glaube ich. Aber es hat noch nicht geregnet, von daher wird da auch nicht viel drin sein. So, jetzt gucken wir nochmal schnell, ob hier Käse schon drin ist. Ja, er ist in Produktion. 0% steht hier zwar noch, aber er wird produziert. Sehen wir hier, wie es aussieht. Ja, okay, ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch dauert. Es wurde alles auf Global Company umgestellt und deswegen hat sich das dann auch ein bisschen zu früher verändert. Aber ist auf jeden Fall cool, diese Global Company Modifikation, die hat ja auch wirklich einiges im Landwirtschaftssimulator verändert. Ne? Also das ist ja die Basis von ganz vielen Mods. Ja, deswegen wurde hier auch verwendet, wurde alles umgestellt und deswegen läuft es nicht mehr ganz so wie früher. So, ich hoffe, da fahre ich mich nicht fest. Ja. Fast. Gut, dann fahren wir einmal rüber zu den Gewächshäusern und dann schauen wir uns gleich mal an, was es da noch so gibt. Ist auch ein bisschen, ich find's klasse.
Vor allen Dingen, was ich krass finde, sind diese Details. Also, ich glaube, es ist hier eine umgebaute Felsbrunnenkarte. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, so ist es. Und am Anfang war die natürlich schon krass mit dieser ganzen Käse- und Butterproduktion, aber was die jetzt rausgebracht haben, die Modder davon, das ist einfach awesome. Das ist einfach genau so, wie man sich den LS eigentlich vorstellt, oder wie ich mir den zumindest vorstelle, so haben die das hier geschafft. Also man könnte vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle, kann man natürlich noch Dinge ergänzen, aber so von der Idee her, da sind alles sehr, sehr gute Dinge dabei. So. Und dann freue ich mich natürlich auch schon auf das Platinum-DLC, was ihr ja erwähnt habt. Was auch schon in ein paar Tagen hier auf dem Kanal kommt. Das heißt, jetzt geht's wirklich rund in den nächsten Tagen. Da kommt einiges. Das wird großartig, das wird spannend. Ja, donnern war hier mit 53. Und ich muss den Trecker auch mal sauber machen. Der sieht nicht schön aus. Oder hat schon mal bessere Tage erlebt. Da sind wir. So. Mal gucken. Ich glaube, das muss ich hinten hinbringen. Und hier sehen wir immer, was hier drin ist. Ich glaube, es gibt Paprika. Hier vorne ist Salat und hinten müsste dann Paprika sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Werden wir gleich sehen. Und das muss man jetzt hier abladen, glaube ich. Oder? Müssen wir mal gucken. Ja, hier kann man es einfach abladen. Jetzt müssen wir einmal kurz die Abkippseite. Müsste dann rechts sein. Jo. Und dann einmal bitte öffnen. So. Okay, jetzt hat sich da drin schon was verändert. Wir können uns einmal kurz anschauen, was sich da jetzt verändert hat. Ich glaube nämlich, genau, das ist jetzt hier alles. Wasser habe ich hier auch schon drin. Wir sehen das hier auch pro Gewächshaus. Wasser ist jetzt drin, Mist, Kompost ist drin. Nur Setzlinge sind noch nicht drin. Die holen wir nachher noch. Aber sonst lübt der Lachs hier. Und das können wir jetzt nochmal zu den anderen Stationen bringen. Da vorne muss noch ein bisschen was rein. Bin ja gerade schon mal dran vorbeigefahren. Und ich glaube, dann ist es auch schon leer, ne? Na, so. Ja, das war's dann auch schon. Das heißt, so viel mehr bekommt man da gar nicht raus. So. So, meine Damen und Herren. Jetzt geht's weiter. Jetzt werde ich einmal kurz den Weidemann hier hinholen und dann sehen wir uns am Händler wieder. Da sind wir am Händler und ihr seht schon, was ich meinte, so am Horizont angedeutet. Also erstmal habe ich den Sprinter ausgetauscht. Irgendwie war mir nach was Neuem und beim Sprinter ist es auch so ein bisschen problematisch. Da fallen manchmal die Käseleibe so ein bisschen raus und so. Deswegen dachte ich mir, nehme ich jetzt einfach mal diesen Ford hier von der Map Hof Bergmann, der hier dafür auch extra angepasst wurde. Und was hier drin ist, das seht ihr schon. Hier sind nämlich Gemüsekisten drin. Und das sind nicht einfach nur Kisten, die hier drin sind, sondern die lassen sich auch tatsächlich nutzen. Und hier hinten Obstkisten, die werden wir gleich auch nutzen. Dann haben wir hier noch so Biokisten drin, Fresh Vegetable, also frisches Gemüse. Ich finde das klasse. Das ist so gut, also ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Das hat mich wirklich überrascht, dass das alles mit drin ist. Und auf dem an dem Anhänger hier seht ihr, ich habe nicht nur Saatgut gekauft, sondern ich habe auch Setzlinge gekauft. Und diese Setzlinge, die mache ich jetzt nochmal schnell fest. Und dann geht's mit beidem jetzt mal schnell zum Gewächshaus. Ah ne, wir fahren vorher noch am Hof vorbei, werden da ein paar Äpfel ernten. Oh, okay. Und dann geht es weiter zum Gewächshaus. Also wir haben noch ein sportliches Programm vor uns. Aber ich finde das so klasse. Und wie gesagt, das sind nur einige Dinge, die hier möglich sind. Dann gibt es so einen Verkaufsstand, der
ploppt aber nur manchmal auf. Der ist, glaube ich, an der Tankstelle. Da kann man dann seine Sachen noch verkaufen. Mit dem Metzger habe ich auch schon erwähnt, oder mit dem Schlachter, da kann man dann wiederum Fleischprodukte mitnehmen, um sie woanders dann wieder zu verkaufen und so. Also das ist wirklich der Wahnsinn, was es hier auf der Map alles gibt. Und ich nehme mal an, das war es noch nicht. Ich denke mal, da kommen noch mehr Sachen damit den nächsten Updates. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Aber müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr genauso begeistert seid wie ich. Aber ich finde das klasse. Das ist genau diese idyllische Spielweise, die ich mag. Gut. Jetzt fahre ich einfach mal hier schon rein. Hier sind schon ein paar Obstbäume, aber da sind noch keine Äpfel oder Birnen dran. Ich finde das gut, dass es auch Äpfel und Birnen sind. Also, das ist sehr durchdacht, diese Map. Und nicht Orangen, was es ja auch im Mod-Hub oft gab. Weil Orangen wachsen ja hier gar nicht. Aber hier sind schon Äpfel dran. So, und die lassen wir nicht den Enten. Sondern die nehmen wir selbst mit. Passt das, wenn ich... Moment. Ah, ich bin hier noch im... So. Ja. Ich glaube, so kriege ich es raus. Muss das aber noch schnell aufmachen. So. Okay. Und dann nehme ich hier einmal eine Obstkiste. Und dann pflücken wir mal ein paar Äpfel. So. Guckt euch das an. Ist das krass? Ich meine, wir können die jetzt nicht einzeln abnehmen, klar. Aber das ist doch einfach nur, das ist doch Bombe, oder? Also, ich finde das so krass. Ladet euch die Map auf jeden Fall runter. Wenn ihr könnt, ladet ihr euch die runter. Super, jetzt haben wir Äpfel. Jetzt muss ich mal kurz das Ganze ablegen. Und dann schaue ich einmal kurz, ob wir die im Hofladen verkaufen können. Das müssten ja die hier sein. Ja, können wir im Hofladen verkaufen. Dann würde ich sagen, bringen wir das auch direkt hier in die Auslage. Obwohl, der Laden hat schon zu. Dann müssen wir das in den nächsten Tagen machen. Ah, und jetzt wurde es direkt verkauft, weil wir 19.28 Uhr haben. Da wird das immer direkt verkauft. Ist aber gar nicht so schlecht. Einfach 256 Euro. Den Rest lagern wir dann vor dem Laden und tun den dann morgen in die Auslage. Aber viele Milchkanister wurden offensichtlich nicht verkauft. Die werde ich jetzt mal schnell persönlich nochmal verkaufen. Denn wir haben noch genug andere Milch. So. Die hätte ich am besten direkt hier hingestellt. Aber macht ja nichts. So haben wir jetzt nochmal ein bisschen Geld verdient. Und wenn die Kiste jetzt hier auch voll ist, jo, ist der Fall. Dann lagern wir die einfach mal hier vorne und dann können wir die morgen in die Regale stellen. Ah, jetzt ist es wieder verkauft worden. Man weiß nicht so ganz, wie groß der Trigger ist. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht, ne? Oder? Haben wir noch irgendwie Äpfel dran? Ne, okay. Gut. Dann lassen wir die hier einfach liegen. Oder, ach, wir lagern die am besten hier vorne. Ich glaube, ich mache hier mal so ein Kistenlager, weil wir jetzt so viele unterschiedliche Kisten haben. Da müssen wir ein bisschen sortieren. Aber dass es so funktioniert und wenn wir jetzt 10 Uhr morgens gehabt hätten oder sowas, hätten wir das einfach da in die Auslage. Mensch, Ente, raus aus dem Auto. Aber sofort. Hätten wir es jetzt einfach in den Hofladen stellen können, in die Auslage und dann hätten die Kunden das da kaufen können. Finde ich klasse. So, gut, aber jetzt haben wir genug geschwärmt. Ente, du auch raus hier. Aber sofort. Na gut, sie will wohl mit. So, dann fahren wir weiter und dann geht es einmal zu den Gewächshäusern und dann können wir da nämlich auch nochmal ein bisschen produktiv sein. Ich nehme die Saatgutpaletten und die Gemüsekisten jetzt einfach mal mit. Da vorne sind die Gewächshäuser schon, da fahren wir einmal kurz rein und dann nehme ich die Salatsetzlinge schnell vom Anhänger runter. Und dann werden hier vermutlich auch schon die ersten Salatblättchen aufploppen. Boah, wir haben jetzt auch so viel zu tun, ne? Also das meinte ich halt mit dem Seasons Mod. Klar, wir könnten das jetzt hier noch einsetzen und mit etwas Glück wird es auch funktionieren.
Welche Seite öffne ich? Ich öffne mal diese hier. Kriegen wir das von da hinten runter? Hoffe ich jetzt einfach mal. Oder kann ich das so? Ja, ich glaube, so kriege ich es auf jeden Fall runter. Haben wir hier noch so... Ja. Gut, jetzt habe ich... Jetzt komme ich von allen Seiten dran. Da haben wir hier sogar noch so... Rampen, so eine Rampe. Brauchen wir in dem Fall zwar eigentlich gar nicht, aber ich wollte die Klappe auf jeden Fall runter machen. So, genau, das meinte ich mit der Seasons-Modifikation. Klar, kann man jetzt noch machen und würde vermutlich auch gut drauf passen. Aber überlegt mal, wie viele Dinge wir dann so im Kopf haben müssen. Oder wie oft ihr dann auch fluchen werdet, weil ich wieder irgendwas vergessen habe. Das wollte ich uns einfach mal ersparen. So, wie komme ich jetzt am besten da dran? Ich fahre einfach mal ein bisschen hoch. So. Okay. Das klappt super. Kann auch super greifen. Und dann fahren wir mit diesen Salatsetzlingen hier rein. So. Und damit ist angepflanzt worden. Es ist... Was soll ich dazu sagen? Das ist doch traumhaft. Das ist meine Karte hier. So. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt... Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal noch eine andere... Ein anderes Gewächshaus. Wir brauchen natürlich noch wesentlich mehr Setzlinge. Aber... Ihr seht, zwei Gewächshäuser laufen jetzt auf jeden Fall schon mal. Ich gehe mal kurz rein und... Gucke mal, wie viel wir jetzt hier haben. Ach so, okay. Wir können eine Palette pro... Okay, alles klar. Und wir haben jetzt 0% Kopfsalat. Den Kopfsalat könnten wir dann später mitnehmen in diesen Kisten, glaube ich. So ganz genau weiß ich das auch noch nicht. Aber dazu muss ich die... so. Dazu muss ich hier nochmal alles aufmachen. So. Mache ich auch hier die Seite auf. Dann kommt man besser dran. Und dann lade ich die ganzen Kisten hier schon mal aus. Ich glaube, die bringe ich dann mal da unten, da hinten unter das Dach. Und dann geht das hier auch weiter. Und wir haben hier zum Regenwasser auffangen, haben wir hier auch wieder einen Behälter, den man dann auch später nutzen kann. So, ist mir gerade entfallen. Das liegt aber am Landwirtschaftssimulator. Ich meine, der ist ja eigentlich auch nicht darauf ausgelegt, dass man so viel so mit der Hand mitnimmt. Und deswegen glitscht einem das schon mal aus der Hand, wenn man dann ein bisschen schneller unterwegs ist, wie hier. Also... Man tut eigentlich gut daran, wenn man einfach nur langsam geht, dann funktioniert es super. Aber ich muss euch ehrlich sagen, von mir gibt es ein riesig großes Like für diese Karte. Ich finde es einfach umwerfend. Als ich heute gestartet habe, um das Ganze vorzubereiten, dachte ich nicht, dass mich sowas Bombastisches erwarten würde. Das ist genau so, wie ich mir, so idyllisch, wie ich mir den Landwirtschaftssimulator vorstelle. Ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Feldwirtschaft und vor allen Dingen ganz, ganz viele unterschiedliche Tiere. Großes Lob an die Modder. Das ist im Moment meine Karte des Jahres, obwohl es natürlich auch ganz, ganz viele andere Karten gibt. Aber muss ich ehrlich zu euch sagen, viele von euch fragen ja immer mal, was ist deine Lieblingskarte für den heutigen Tag? Auf jeden Fall die Hofbergmann. Vielleicht ändert sich das auch, aber ich bin auch ein bisschen begeistert. So, ihr könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ich bin gespannt, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr sagt, nee, das will ich alles gar nicht im Landwirtschaftssimulator sehen. Ich will nur dicke Maschinen sehen, ich will viel Feldarbeit sehen und der Rest kann mir gestohlen bleiben. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielen Dank euch allen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!